Moin, ich bin dann der Prof von Luxemburgisch with M. Now, in this vocabulary builder lesson, you will learn how to say in Luxemburgisch, I don't know, or I have no idea. Bist du bereit? Are you ready? Dann los! So, an easy way to say I don't know in Luxembourgish is Ich weiß nicht. Now, listen and repeat after me for the correct pronunciation. Ich weiß nicht. And in normal spoken Luxembourgish, Ich weiß nicht. Now, a more complete way to say it would be Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Or you can say, dat weiß ich nicht. Dat weiß ich nicht. I don't know that. And you can as well say, for a more polite way, you could say, ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider nicht. So leider means unfortunately. And this is a very useful word. So, ich weiß es leider nicht. Okay? Now, if you want to say no idea, no clue, you can simply say kein Ahnung. Kein Ahnung. And a more complete way to say it, it would be ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Or I have no idea at all would be ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung. And if you want to say I'm not sure, you can say ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Okay? Now let's finish this short lesson with the conjugation of the verb wissen. Wissen means to know, so to know something. Let's start with I know is Ich weiß. Good. You know is Du weiß. He or she knows Hen oder hat. Weiß. And then the formal form of she is sie in Luxembourgish for the third person singular. And then you say as well, sie weiß. We know, mir wissen. You know, so the plural form or the formal form of you is dir wisst. And they know is sie wissen. Let's practice the conjugation. So how would you say I know? Ich weiß. You know. Du weiß. He or she knows. Hen or hat or sie weiß. We know. Wir wissen. You know, so the plural or the formal form of you. Dir wisst. And they know. Sie wissen. Great. I hope that this lesson was helpful. Don't forget that you can read the full transcript of this lesson on my blog, luxembourgishwithanne.lu. And if you want private lessons with me, so to practice your oral expression, send me an email at anne@glif.lu. Merci fürs Zugucken. Thank you for watching.